Hi, ich bin der Robert und ich spiele bei Schloss Einstein den Justus und ich erkläre euch jetzt erstmal, was Street Art eigentlich ist. Also Street Art ist, wenn irgendwelche Künstler losziehen und mit Farbe oder Graffiti oder Spraydosen Wände, Hauswände und Brücken und meistens Bahnhöfe verzieren. Und ich habe das als Justus bei Schloss Einstein auch gemacht, aber ich muss gleich dazu sagen, das ist illegal und ihr solltet das nicht zu Hause nachmachen, weil dafür kann man nämlich nicht bestraft werden. Warum machen die Künstler das? Also ich kann mir nur vorstellen, dass die Künstler entweder total viel Spaß an verbotenen Dingen haben und den Reiz darin sehen oder dass einfach irgendeine gute Idee, irgendeine politische Idee oder irgendwelche Gedankengänge, die einfach in die Welt hinausgetragen werden müssen und man hat keinen anderen Weg dazu, weil so ein Street-Art-Motiv, das sieht man natürlich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Schule. Und damit kann man wahrscheinlich echt was aussagen. Ich denke ja, dass die wichtigsten Themen bei Street Art generell politische Themen sind. Also irgendwelche Sachen, die man ausdrücken möchte, zum Beispiel über Kapitalismus oder unsere Konsumgesellschaft, weil man sich manchmal echt fragen sollte, ob man das, was man da kauft, auch braucht. Street Art-Künstler arbeiten mit verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Graffiti, das ist das bekannteste, oder Poster oder diese Textmarker, die habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, die meistens Eddings. Obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss, wenn man nur seinen Namen an die Wand schreibt und das auch noch ziemlich hässlich macht, dann ist das für mich keine Kunst. Und deswegen ist nicht alles, was an der Wand ist, Street Art. Aber so schön Street Art auch sein mag, vergesst bitte nicht, dass es auch illegal ist und dass das deswegen richtig große Konsequenzen für euch haben kann.